Ich habe aber eine Frage. Schön, ja. Wenn die SPD, Grün-Linke, Wahlrecht für Ausländer etabliert, können wir uns erschießen. Wird es dann zum Bürgerkrieg kommen oder nicht? Ich weiß nicht. Der Deutsche ist ja sehr geduldig. Sehr, sehr geduldig. Ich weiß nicht, was passieren muss, dass es zum Bürgerkrieg kommt. Also ich vermute, eher würde es zu einem Bürgerkrieg kommen, wenn sie mal den Strom abschalten oder irgendwas, dass dann diese Verteilungskämpfe losgehen und dass dann der Deutsche sieht, dass ihn die Fälle wegschwimmen. Aha, also glaub, wenn die Suppe gegessen ist und nichts mehr im Keller ist. So ist es, vermute ich. Also mit dem Wahlrecht glaube ich nicht. Der Deutsche ist dermaßen der lebt noch in seiner Insel der Glückseligkeit. Irgendein großer Mann hat mal den Spruch gesagt, das Böse kann nur siegen, weil das Gute nicht glaubt, dass es so viel Böses gibt. Wie war das? Das Böse kann nur siegen, wenn der Gute sich nie vorstellen kann, dass es so etwas Böses gibt. Also der Deutsche kann sich ja nicht, da sieht ja die Grünen, ne? Der Deutsche ist in der grünen Religion. Total. Das ist absolut und die können religiös. Sich nicht vorstellen, was da eigentlich dahinter steckt, ne? Bestes Beispiel, diese Windräder-Scheiße. 50.000 Quadratmeter müssen geopfert werden an Wald, um ein Windrad aufzustellen. Jetzt gibt es Berechnungen. Ich habe die Videos alle gesehen. Ich will das jetzt nicht abhören, weil ich nehme das übrigens auf, aber nur Ihre Stimme. Nur Ihre klingt Stimme. Aber ganz furchtbar. Ich habe das so Sachsen-Dialekt. Doch. Ja, hören Sie mal. Das ist ja Sünde. Sachse sein ist ja Sünde. Ja, ich weiß, wir sind die ganz Bösen. Also da hilft auch kein. Da gibt es auch keine Erlösung für. Nein? Also ich bin eben jetzt durch die Fußgängerzone getippelt. Sie sind Zeuge Jehovas? Nein. Hätte ich jetzt gedacht. Wieso lassen die Sachsen sind ja furchtbar. Nein, wir sind nein, ganz lieb. Es geht darum, wir haben zwei tötende Religionen in der Welt. Also eigentlich so sogar jetzt langsam katholische Kirche, so langsam auch drei tötende Religionen. Also das zweite sind die Zeugen Jehovas, die also regelrecht Serienmord veranstalten. Die an eigenen Kindern alles verbieten, eine Bluttransfusion. Ja, in Waldorf ist ein 6-Jähriger daran gestorben. Weil die Eltern noch nicht Zeugen Jehovas waren und als die Ärzte gefragt haben, sind sie Zeugen Jehovas, haben sie wahrheitsgetreu Nein gesagt, sodass die Ärzte in Heidelberg die Verantwortung nicht an sich ziehen konnten. Das heißt auf Deutsch, Tod für den Jungen. Und die Eltern, die haben es durchgezogen. Und die Zeugen Jehovas, die hier laufen, oder auch in Waldorf, da haben die mich 300-400 Meter kreuz und quer über den zentralen Platz gejagt. Nein. So viel zu Hetzjagden in Deutschland. Die gibt es ja nur in eine Richtung. Aber ich verzettel mich. Die dritte Religion, die tötet, ist die grüne Religion. Erstmal jede Menge Insekten, jede Menge Vögel, jede Menge Wald. Das sagt Ihnen jeder Grüner, das wäre Verschwörungstheorie. Ja. Die sind gar nicht gewillt, sich mal zu bilden. Nein. Aber wenn jetzt, also Deutschland, um eine Stromsicherheit halbwegs zu garantieren, wenn denn Wind wäre, bräuchten wir 490.000 Windräder. Das a 50.000 Quadratmeter Wald, haben wir schon mal keinen Baum in Deutschland. Diese Auswirkungen von diesen Rotationsblättern, von dieser Verwirbelung, was das auf die Atmosphäre, das hat man ja noch gar nicht ausgerechnet. Was hinzukommt, ist ja, dass der unkontrolliert produzierte Strom ja abgeschoben werden muss und Deutschland zahlt dafür. Ja? Ja. Wir zahlen Abfallgebühr für den Strom. Aha, okay. Und wenn wir selber keinen haben, dann darf importieren ich das wir aus Kranken. Auf YouTube setzen. Ja. Aber wenn Sie berühmt Gesicht werden wollen, dann filme ich auch Ihr Gesicht. Ich bin schon berühmt. Nein. Also ich kenne einen, zu dem habe ich am Telefon gesagt, Merkel muss weg. Und dann hörte man am anderen Ende der Leitung, nein, 20 Mal bestimmt. Wirklich wie jemand, der sich selbst einen Dämon austreiben müsste. Und das ist ein sehr, sehr... Wir bomben uns ins Mittelalter lieber zurück, Mensch. Oder? Also die liebsten Menschen, genau wie bei den Zeugen Jehovas, die liebsten Menschen sind oft die allerdümmsten. Die absoluten Informationsverweigerer. Ja. Na denn dann. So, wenigstens habe ich das Plakat drauf. Wo finde ich das dann?
Mein Name ist Rüdiger Henschel, so heißt auch mein Kanal. Rüdiger Henschel, okay. Auf YouTube. Und da wird es dann drauf sein. Ah, super, dann guck ich. Und meine Webseite heißt antichristwachturm.de. Das merke ich mir. Aber wenn sie finden, wenn sie zum Beispiel Zeugen Jehovas Rüdiger Henschel, am besten schreiben wir dann auf.